Schalke kam international zum größten Triumph. Olli Reck erinnert sich natürlich dran. Vielleicht sagt er das den Jüngeren jetzt. Auch Frank Rost kann sich erinnern an das Elfmeterschießen im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Bayern München. Den entscheidenden Elfmeter von Lothar Matthäus damals gehalten und Werder Bremen zum Pokalsieger gemacht. Also es gibt genug Geschichten aus der Historie, die den Spielern jetzt Mut machen könnten. Aber ich bin sicher, jetzt geht es erstmal darum, festzulegen, wer denn überhaupt schießt. Er lacht in dieser Situation, Michael Laudrup, und er weiß nur allzu gut, was jetzt kommt, hat mit Fußball nicht nur zu tun, das hat auch mit einer großen Portion Glück zu tun. Im Moment verhandeln die Schiedsrichter noch, auf welcher Seite denn dieses Elfmeterschießen ausgetragen wird. Aus unserer Sicht, es sieht so aus, als würde die rechte Seite gewählt werden. Es wäre aus Schalker Sicht eine ganz angenehme Seite, denn die stehen dort am Rande dieser rechten Seite und würden das eben aus unmittelbarer Nähe mitverfolgen können. Das sind sie, 2000. Eine der schönsten Szenen nach diesem Spiel. Die beiden wissen, ihre Mannschaften haben alles gezeigt bis dahin. Jetzt beginnt die Lotterie, jetzt beginnt das Elfmeterschießen. Und da haben die Trainer nur noch bedingt Einfluss. Jetzt geht es einzig und allein um die Nerven der Spieler, um das Selbstvertrauen der Torhüter. Frank Rost hier auf der einen Seite. Karim Zaza, der Fußballdäne mit marokkanischem Pass, auf der anderen Seite. Fäustel heißt er mit Spitznamen. Hoffentlich hat er gute Fäuste jetzt, Frank Rost. Und das ist sein Gegenüber. Nimmt nochmal den Schluck aus der Pulle, Karim Zaza. 12 Gegentore in 18 Spielen. Bester Torwart zurzeit in der dänischen Liga, wo Brøndby ja die Tabelle anführt. Sieht so aus, als wären Matejan, Altintop, Heito Kobiashvili ausgesucht worden. Jetzt werden die bekannten Rituale gepflegt. Hand in Hand. Ins große Glück dieses Fußballabends oder ins kleine Verderben. Gleich wissen wir mehr. Fünf Grad die Temperatur zurzeit hier in Brøndby. Aber wer spürt das jetzt noch? Die wissen schon, wer schießen wird. Wir wissen es noch nicht. Auf jeden Fall beginnt Brøndby mit Dan Anton Johansen. Der steht auf dem Sprung in die Nationalmannschaft und wird sich jetzt aber erstmal an Frank Rost messen. Auch Jupp Heynckes inzwischen fest integriert hier in die Ellbogengesellschaft. Assauer noch ein bisschen am Rande. Fußball, sagt er, soll ja mit Gefühlen nichts zu tun haben. Mal gucken, wie er die Situation anschließend, wenn gleich alles rum sein wird, beurteilt. Rost gegen Johansen.
Rost hat die Ecke, aber nicht konsequent genug. Da ist er nicht mehr hingekommen. Denn Johansen hat scharf geschossen, flach in die von Rost ausgesehene rechte Ecke. 1:0 im Elfmeterschießen für Brøndby. Fermand muss jetzt nicht nur gegen Sasa klarkommen, sondern auch gegen die Pfiffe der dänischen Zuschauer. Fermand, ja! Yeah! Eins zu eins im Elfmeterschießen. Und das wird den anderen jetzt Mut machen. Andreas Jakobsson für Brøndby. Bis letzte Saison Abwehrchef in Rostock. Jetzt vor einer möglicherweise großen Tat für seinen neuen Arbeitgeber Brøndby. Den ersten hat er verwandelt nach 15 Minuten. Jetzt seine zweite große Chance. Rost geht in die Hocke. Ganz ruhig. Keine Tändeleien. Und hält! Er hat gepokert. Er hat lange gewartet und erst im letzten Moment die linke, von ihm aus gesehen, die linke Ecke gewählt. Erster verschossener Elfmeter durch Andreas Jakobsson. Jochen Tankes hat natürlich so eine Situation mit Teneriffa im Elfmeterschießen schon erlebt. Lange gewartet, blitzschnell reagiert. Klasse, Frank Rost. Hamid Altintop. Mit zwei Toren gegen Borussia Dortmund begann seine tolle Saison. Danach kam ein leichtes Zwischentief. Und jetzt? Auch Altintop verschießt. Wollte zu viel des Guten, zu hart geschossen. Und deutlich über das Tor. Gibt es denn gar keine Beruhigung in diesem Spiel? Hört das Zittern denn gar nicht mehr auf? Thomas Kahlenberg gegen Rost. Rost wartet wieder lange. Ja, fast dran gewesen. Fast dran. Stattdessen Kahlenberg jubelt. Und Rost ärgert sich. Wieder die richtige Ecke gehabt. Bei allen drei Elfmetern bis jetzt. Richtig reagiert. Eine Handbreit fehlt ihm da. Da haben wir es nochmal. Er berührt den Ball mit der rechten Hand, aber nicht richtig genug. Und jetzt Anibal Matejan, der Argentinier. Sasa hält! Brøndby führt. 2 Schützen kommen noch. Noch ist nichts verloren. Aber eins steht jetzt schon fest, wenn Foltgast trifft, dann muss der nächste Schalker treffen. Sonst ist vorbei. Foltgast gegen Rost. Rost hat wieder die richtige Ecke und kommt wieder nicht ran. Kaum zu glauben. Ich begrüße den Kapitän des FC Schalke 04, Frank Rost. 147 Mal haben sie im Trikot der Bremer gespielt. 5-mal haben sie versucht, gegen den alten Verein zu gewinnen. Hat nie geklappt. Heute zum ersten Mal. Stimmen Sie mir trotzdem zu, dass ich sage, es war ein glücklicher Sieg? Ja, wenn man die erste Halbzeit betrachtet, muss man das so sagen, da konnten wir froh sein, dass es noch 0-0 steht zur Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit, aufgrund der, ja, es war ein ausgeglichenes Spiel, war ein offener Schlagabtausch. Und ja, ich denke, das Quäntchen mehr Biss hat diesmal gewonnen. Sie haben die erste Halbzeit angesprochen. Sie gestatten mir, dass ich sage, das war nicht sehr aufregend, was wir da als Zuschauer erlebt haben. Sie als Spieler auch nicht. In der zweiten Halbzeit allerdings ging es anders zur Sache. Da waren Sie auch sehr aktiv, haben eine gelbe Karte bekommen. Was war los? Ja, gut, das ist natürlich bei so einem wichtigen Spiel gegen Bremen. Wir haben ja noch einiges gut zu machen. Sie haben es ja gerade angesprochen, dass wir lange nicht gewonnen haben gegen Bremen. Da müssen wir natürlich in so ein Spiel irgendwie reinfinden. Erste Halbzeit hat nicht geklappt, zweite Halbzeit waren wir wesentlich aggressiver und da gehört halt sowas ab und zu mal dazu. Und natürlich bei den Entscheidungen, die
ja, na, aus unserer Sicht oder vielleicht auch aus der Sicht der Bremer ein bisschen unglücklich manchmal waren, ist man natürlich in emotional in Rage und da passiert schon sowas, aber es war keine größere. Das sind einfach nur mal ein paar Wortwechsel und denke ich, darf man als Kapitän auch. Lag es in der ersten Halbzeit auch daran, dass sie ein bisschen schwer in die Gänge gegangen sind, dass die Bayern vorgelegt haben und auch recht beeindruckend vorgelegt haben? Ich glaube, keiner von uns guckt auf einen anderen Gegner. Für uns war es eminent wichtig, dass wir dieses Spiel hier nach Möglichkeit gewinnen. Wir wussten auch, dass es ganz, ganz schwer wird gegen eine Bremer Mannschaft, die sehr guten Fußball spielt und wir ja die letzten Jahre auch nicht sehr glücklich gegen Bremen aussahen. Und von daher ist es unwahrscheinlich wichtig gewesen, 3 Punkte einzufahren. Das nehme ich Ihnen einfach nicht ab, dass Sie nicht auf die andere Mannschaft schauen. Natürlich schauen Sie auf Bayern, oder? Haben Sie gestern was anderes? Wir haben gestern natürlich, das ist ja unsere Profession, da auch Fußball zu gucken. Und ich denke, hat jeder auch gesehen, dass sicherlich die Bayern top in Form sind. Aber die Saison ist lang und wir werden sehen, was unterm Strich rauskommt. Ich halte natürlich so Mannschaften wie Bremen oder vielleicht auch den einen oder anderen Hannover oder Wolfsburg oder wie auch immer, Stuttgart, ebenfalls in der Lage, da oben mitzuhalten. Und das wird, denke ich, oder ich hoffe es, bis zum Saisonende spannend. Iwarek und Frank Ross, beide in ihrer Vergangenheit ja auch für Werder Bremen zwischen den Pfosten. In diesem Spiel müsste Schalke eigentlich ein paar Vorteile haben, denn er, Frank Rost, ist ein ausgesprochener Elfmeterkiller. In der letzten Saison zum Beispiel ist er mal zum Elfmeterhelden geworden im Derby gegen Borussia Dortmund. Da hat er 2-mal vom Punkt gehalten. Ist auch selber ein ganz guter Schütze. Andi Reinke ist auch mal in seiner persönlichen Pokalgeschichte 2-mal weitergekommen. Da ging es allerdings nicht gegen Große wie Schalke 04, sondern es war einmal gegen Bergmann Borsig und einmal gegen Leipzig, Sachsen-Leipzig. Da war er noch Keeper bei den HSV-Amateuren bzw. bei St. Pauli. Aber der kann das auch, auch wenn ich Rost etwas stärker einschätze. Mal gucken, wie sich der Schalker Keeper in diesem Elfmeterschießen gibt. Und er hatte in der Partie ein paar Unsicherheiten. Rost bei Ailton. Ailton, ein ganz sicherer Mann vom Punkt. Rost ist ja 1999 im Pokalfinale für Werder Bremen zum großen Helden geworden. Damals hat er im Elfmeterschießen gegen Bayern München, gegen Lothar Matthäus gehalten und den entscheidenden selber reingemacht. Schalke hat wirklich ein paar sichere Schützen. Und eben gerade sah ich Jürgen Bergner bei Oliver Reck. Jürgen, bitte. So ist es. Da sind wir. Oliver, ganz kurzes Gespräch zwischen Ihnen und Frank Ross. Was gab's? Tipps, Absprachen? Ja, na gut, wir kennen natürlich schon die Bremer Spieler, aber ob die jetzt in diesem Fall auch genau dorthin schießen, wo wir jetzt das vorausahnen, das müssen wir gleich sehen. Nun, der Frank ist auch schon lange dabei. Also wir haben uns schon den einen oder anderen abgesprochen. Nur schießen die auch dahin? Das wird jetzt gar nicht die Frage sein. Wer gewinnt? Ja, wir sind zu Hause, wir wollen gewinnen und wir haben ganz gute Elfmeterschützen und ich hoffe, die treffen alle. Das ist ganz wichtig, weil der Frank hält ein. Danke. Und diese Elfmeterschützen sind Lincoln, sind Kobiaschwili und Ailton. Das sind die sichersten, das sind die besten. Chris Tajic, eigentlich auch ein guter. Er hat allerdings in dieser Saison in Kaiserslautern einen verschossen. Bei Bremen ist Valerian Ismail der Nachfolger von Ailton als Elfmeterschütze. Und die Bremer müssen vorlegen und werden dies mit Ismail tun. Valerian Ismail. Im laufenden Wettbewerb hat er gegen die Bayern Amateure einen reingehauen, aber im gleichen Spiel auch einen verschossen. Sein Duell mit Rost. ...1-0 Bremen. Er war der Schütze zum 1-1. Kurz vor Schluss. Und auch hier sicher.
Rost verladen, aber an den wäre er auch nicht gekommen, wenn er in die richtige Ecke geflogen wäre. Schalke bringt Linke. Lincoln gegen Andi Reinke. Der macht manchmal ganz verrückte Sachen, der Reinke. Der bleibt dann einfach stehen, in der Hoffnung, dass der Schütze in die Mitte zielt. Lincoln gleicht aus. Reinke hatte die richtige Ecke. Für Werder Bremen der nächste, Paul Stelteri. Die Bremer haben übrigens keine Elfmeter geübt. Thomas Schaaf in seinem trockenen Humor sagte mir, ich kann nicht zu Hause üben, vor 60.000, die einen auspfeifen, Elfmeter zu schießen. Kleine Psychospielerei von Rost. Weil seiner Ansicht nach der Ball nicht richtig lag. Sowas macht den Schützen natürlich nervös, bringt ihn aus der Konzentration. Fröhlich hatte die ganze Zeit die gelbe Karte in der Hand, hat sie aber nicht gezeigt. Jetzt das Duell. Stelteri gegen Rost. Und der Psychotrick hat funktioniert. Schalke im Vorteil. Starker Halb. Vermandt gegen Reinke. Ganz sicher. Schalke führt. Der nächste für Werder wird John Miku sein. Rost hatte die Ecke, aber Miku gleicht aus. Danach gab es noch die Aufmunterung für den eigenen Keeper, für Andi Reinke. Da wäre er fast dran gewesen. Mladen Krstajic. Ein Jahr mit Andi Reinke gespielt. Die kennen sich ganz genau. Krstajic gegen Reinke. 3-2 Schalke. Tim Borowski ist der nächste für Bremen. Und wieder hält Frank Rost. Und wenn Schalke 04 jetzt trifft durch Nils Odekampois, dann sind sie im Finale. Reinke muss jetzt zweimal halten. Und Bremen noch einmal treffen. Alle Trümpfe jetzt bei S04. Wird Rost wieder zum Helden. Odekampois gegen Reinke. Und er verschießt neben das Tor.
Dieses Spiel bietet wirklich alles. Ümit Davala, der muss jetzt treffen. Wenn Rost wiederhält, dann ist das das Ticket nach Berlin. Davala. Der Ausgleich für Bremen, 3-3. Aber Schalke hat noch einen. Und zwar den sichersten. Ailton kommt. Was ist das für eine Geschichte? Ailton macht heute sein erstes DFB-Pokalspiel in der laufenden Saison. In den ersten vier Runden haben sie ihn immer geschont. Sein letztes hat er für Werder Bremen gemacht. Jetzt kriegt er noch einen von Davala mit. Kleines Psychospielchen, ausgleichende Gerechtigkeit. Das musste Funstal Terry von Rost über sich ergehen lassen. Und jetzt kann Ailton seine ehemalige Mannschaft aus dem Wettbewerb schießen. Ailton an die Latte! Alles wieder offen! Alles wieder offen! 2-2 nach Verlängerung. 1-1 nach 90 Minuten und 3-3 nach Elfmeterschießen. Die haben hier so viel Spaß an dem Spiel, die wollen doch nicht, dass es vorbei ist. Im Ernst. Das ist eine Nervenschlacht, wie sie der Pokal selten gesehen hat. Jetzt geht es immer 1-1 weiter. Keine 5 Schützen mehr, sondern jede Mannschaft schickt jetzt immer nur noch einen. Wenn einer verschießt und der andere trifft, dann war es das. Petri Pasanen für Werder. Pasanen gegen Rost. Und mit ganz viel Dusel ist der drin. Und Werder vorn mit 4-3. Stalteri und Borowski hatten für Bremen verschossen. Oder Kampois und Ailton für Schalke. Jetzt liegt der ganze Druck bei Levan Kobiaschwili. Ein sicherer. In der Bundesliga war er 10-mal am Punkt. 8-mal hat er getroffen. 80% ist eine gute Quote. Das ist vielleicht sein wichtigster Schuss. Vom Punkt. Levan Kobiaschwili gegen Andi Reinke. Und es bleibt weiter offen. 4-4. Die Verlängerung des Elfmeterschießens geht weiter. Fabian Ernst, der Mann, der ab Juli für Schalke spielen wird, hat einen Vertrag bis 2010 hier unterschrieben. Ernst gegen Rost. Er ist ausgerutscht. Ernst ist ausgerutscht. Und jetzt wird Frank Rost selber schießen. Mike Hanke kommt zum Punkt. Aber Rost schickt ihn weg. Das ist ja unfassbar. Also hier sehen wir nochmal, wie Ernst ausgerutscht ist. Und währenddessen hat Frank Rost Mike Hanke weggeschickt. Rost hat mal im Elfmeterschießen gegen Reinke gestanden und hat getroffen. Rost. Und Schalke 04 ist im Endspiel des DFB-Pokals. Der Held heißt Frank Rost. 3 Elfer gehalten und den entscheidenden selber versenkt. Es war ein sensationelles Fußballspiel, das keine Verlierer verdient hat.
Es hatte eine Geschichte, wenn man die aufschreibt, dann würde man den Autor wegen zu viel Fantasie nach Hause schicken. Frank Ross, der Ex-Bremer, stürzt Werder in die Trauer. Der schickte den Hanke einfach weg und sagt, ich mach das jetzt klar für uns. Mir reicht's für heute. Und dann trifft er auch noch so locker und abgezockt. Keeper ausgeguckt, gar nicht platziert geschossen, sondern einfach drauf gesetzt. Der geht auf jeden Fall rein. Schalkes Kapitän macht die Sache klar. Frank Rost löst das Ticket nach Berlin. Am 28. Mai geht es entweder gegen Bayern oder gegen Bielefeld. Das klärt sich morgen Abend. S04 ist zum 11. Mal in einem DFB-Pokalfinale. 4-mal haben sie gewonnen. Und nach der Enttäuschung, die letzten Bundesliga-Wochen für Königsblau geboten haben, wird die Arena auf Schalke, die ab der nächsten Saison Felddienstarena hat, heute Abend garantiert noch eine Weile die größte Kneipe der Welt bleiben. Großes Spiel zweier großer Mannschaften. Und wie so oft Werder Bremen im Unglück in dieser Saison. Ebbe Sand brachte Schalke in Führung. Ismail glich aus. Verlängerung. Borowski hier rechts mit dem weinenden Ismail brachte Werder nach vorn. Ailton glich aus. Im Elfmeterschießen war die Sache eigentlich längst klar. Nachdem Borowski und Staltieri verschossen hatten für Bremen. Dann die Fehltritte von Kamphuis und Ailton. Alles war wieder offen. Fabian Ernst hier hinter Valdes rutscht aus. Und Frank Rost wird zum strahlenden Helden eines Fußballabends, an den man sich noch erinnern wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ganz schwer ist, über dieses Spiel und nach diesem Spiel Worte zu finden. Aber ich bin sicher, dass Waldemar Hartmann sie im folgenden Ralf Rangnick entlocken wird. Neben mir steht der Trainer des ersten Finalisten des Pokalfinales am 28. Mai in Berlin. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie gekommen sind. Gratuliere auch, Herr Rangnick. Man ist mit Ihren Nerven in den letzten Wochen ja ein bisschen Schindluder getrieben worden. War das heute der nötige Balsam? Ja gut, das ist natürlich ein unglaubliches Spiel gewesen. Ich denke, die Zuschauer sind komplett auf ihre Kosten gekommen. Und für uns war es wichtig, das Spiel zu gewinnen, ganz klar, nach den letzten enttäuschenden Ergebnissen in der Bundesliga. Nun hat ausgerechnet Frank Rost den Matchwinner gespielt, der vor diesem Pokalfinale gesagt hat, mein Gott, der Pokal, das ist die Dreingabe, aber mehr nicht. Wir wollten deutscher Meister werden. Was ist in ihm vorgegangen? Ja, ich weiß nicht, ob das Frank gesagt hat. Zu mir hat er das nicht gesagt. Ich denke, ins Pokalfinale guckt man nicht so oft in seiner Karriere. Und dass wir das jetzt geschafft haben, ist schon mal ein wichtiger Schritt. Und jetzt geht es darum, mit diesem Rückenwind in der Bundesliga auch den Champions-League-Platz abzusichern. Denn nur den Champions-League-Platz oder möglicherweise doch noch den Kampf um die deutsche Meisterschaft aufzunehmen? Oder haben Sie den aufgegeben? Ja gut, wir müssen die Ziele verfolgen, die wir aus eigener Kraft verfolgen können und oder erreichen können. Und das ist nun mal die direkte Qualifikation der Champions League. Das wollen wir schaffen. Bei allen anderen Sachen sind wir auch angewiesen auf Ergebnisse anderer. Jetzt wollen wir uns gemeinsam noch die zwei dramatischen Momente beim Elfmeterschießen anschießen. Ausgerechnet Fabian Ernst, der im nächsten Jahr hier spielt, verschießt den Elfmeter, rutscht dabei aus. Was geht in einem solchen Mann vor? Können Sie sich das vorstellen? Ja, ich denke, genau das Gleiche, was in jedem von unseren Spielern auch vorgegangen wäre. Wir hatten ja im Prinzip das Elfmeterschießen schon vermeintlich gewonnen nach den ersten drei Schützen und verschießen dann beide. Und ich denke, Elfmeterschießen am Ende ist wirklich Glückssache, Nervensache vielleicht auch noch ein bisschen. Und das ist tragisch auch für den Fabian. Aber gut, es muss einen Sieger geben. Gott sei Dank haben wir das Spiel gewonnen. Und dann Ihr Kapitän Frank Rost, der Matchwinner heute, der den Elfmeter hält, der im Übrigen geschossen hat und Mike Hanke weggeschickt hat.
War das seine eigene Entscheidung und haben Sie da einen Wink gegeben oder war das ganz alleine seine Entscheidung auf dem Platz? Nein, ich glaube, das war schon Franks Entscheidung, aber es war in meinem Sinn, denn ich glaube, wenn du dann als Torwart einen Elfmeter hältst davor und den Entscheidenden verwandeln kannst, dann war es eben schon sehr oft so, auch in anderen Spielen, wo es Elfmeterschießen gab, dass dann der Torwart auch genug Selbstvertrauen hat zu treffen. Und jetzt steht er bei Jürgen Berger, der Frank Rost. So, er hat nochmal ganz interessiert zugeschaut, Frank Rast. Glückwunsch erstmal zum Einzug ins Finale. Jetzt gerade der Elfmeter. Zuerst wollte er der Mike Hanke schießen, zumindest sah es so aus. Was haben Sie zu ihm gesagt? Geh weg? Na, ist normal denke ich, dass ich auch fünfter Schütze gewesen wäre, aber es gibt bei uns genug Leute mit Selbstvertrauen. Aber dann spätestens als Sechster und in so einer Situation, da muss man nur als Mannschaftskapitän hingehen und nicht einen 21-Jährigen schießen lassen, ohne jetzt an den Fähigkeiten von Mike Hanke zu zweifeln. Noch dran geglaubt eigentlich, wäre eine Verlängerung? Ja, dass so ein Spiel immer auf Messerschneide ist klar, aber super Schuss vom Toni, gut abgelegt vom Massa, aber sind wir sofort wieder ins Spiel zurückgekommen und dann war das, denke ich, eine gute Pokalpartie, die alles hatte. Und dann ausgerechnet Fabian Ernst, der kommende Mannschaftskollege, ja, entscheidet mehr oder weniger dieses Spiel. Nein, ich denke, man hat ja gesehen, wir haben mit zwei Toren geführt im Elfmeterschießen und vergeigen dann, da ist alles möglich, muss bis zum Schluss konzentriert sein und ja. Ab und zu hält man durch ein. Danke, Frank. Alles Gute. Danke. Ralf Rangnick, auch der DFB-Pokal ist kein Wunschkonzert. Aber morgen wird der Finalist, der Gegner für Berlin gesucht. Da ist ausgerechnet die Mannschaft dabei, mit der Sie lange um die deutsche Meisterschaft gekämpft haben. Und das ist noch nicht vorbei. Wäre das der Wunschgegner, die Bayern? Ist egal. Hauptsache, wir sind erstmal dabei und wir konzentrieren uns jetzt auf die letzten 5 Bundesligaspiele und wollen dort uns direkt für die Champions League qualifizieren. Und es ist gut, am Ende noch so ein Pokalfinale zu haben, auch um die Motivation dann noch mal weiter hochzuhalten. Für uns war das heute eminent wichtig, dieser Sieg. Ich bedanke mich. Danke. Und ich denke, heute wird in Schalke noch ein bisschen gefeiert, nehme ich an, oder? Dankeschön. So, liebe Zuschauer, das war's hier vom DFB-Pokal-Halbfinale in der Arena auf Schalke. Der FC Schalke 04 gewinnt im Elfmeterschießen gegen den SV Werder Bremen und steht im Finale in Berlin am 28. Mai. Ja, erstmal haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, denke ich. Wir haben hier eine sehr schöne Partie gesehen, auf sehr hohem und schnellem Niveau. Und wir haben heute einfach auch nicht das gewünschte Glück gehabt. Vor allem bei den Toren. Das ist natürlich immer ärgerlich für einen Torhüter, wenn du zweimal dran bist. Der erste ist so ein Flattermann, geht dann noch rein von der Hand und der zweite auch von der Hand in Pfosten rein. Ist halt schade, ne? Wenn du einen davon hältst, dann gewinnst du das Spiel und das ist halt ärgerlich. Also, aber eins muss man euch sagen, die Augenhöhe mit Milan, haben Sie das Ihrer Mannschaft zugetraut? Sie sind ja sonst so ein großer Kritiker, die müssen jetzt immer so spielen. Ich bin kein großer Kritiker, nur wir sind heute mit einer absolut Top-Einstellung reingegangen und auch nach dem schnellen Rückstand absolut top reagiert. Wir haben gefightet. Und über diesen Kampf sind wir auch super ins Spiel gekommen und dass wir Fußball spielen können, haben wir im letzten Jahr gezeigt. Okay, danke. Ins Rückspiel genommen. Frank Rost, immerhin kein Gegentor. Das ist was, auf dem man aufbauen kann.